Harris, wir kommen gerade aus dem Presseclub und haben die Erfahrung gemacht, dass die Zuschauer sehr giftig auf Guido Westerwelle als Person reagiert haben. Beeindruckt Sie das? Das beeindruckt mich durchaus. Die FDP hat 3/4 ihrer Wähler seit der Bundestagswahl in Umfragen verloren. Und hier zeigt sich eine ungemeine Enttäuschung darüber, dass das Versprechen, an das offenbar viele geglaubt haben, nämlich Steuersenkung, nicht umgesetzt wurde. Das ist das Kernproblem der FDP und es wird, wie ich finde, ein bisschen unfair Guido Westerwelle allein angelastet. Jetzt haben Sie uns oft nach Prognosen gefragt, jetzt drehe ich den Spieß einmal um. Ist Guido Westerwelle denn nach der Baden-Württemberg-Wahl noch Parteichef? Schwer zu sagen. Ich würde eher schätzen, ja, denn ich sehe im Moment noch nicht so recht die Alternative und ich glaube, die FDP wird sehr genau überlegen, wie es an der Parteispitze weitergeht. Sie wird es nicht überstürzt tun. Da müssen Alternativen erstmal auch bereitstehen. Da gibt es Talentierte aus der jüngeren politischen Generation, aber ich glaube, im Moment wird die Partei sehr vorsichtig sein mit Veränderungen. Vielen Dank.